Yo, willkommen zurück bei Pokémon Schwert. Wir sind ja alle dabei, nach Squaw City zu gehen. Zum Finale des Arena Challenge. Riesenrad. Das Stadion. Die Kioske. Und hopp. Wow! Wir sind wirklich hier in Squaw City. Hier passiert es. Hier wird die Legende von Hopp in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, weil ich der neue Champ der Galar-Region werde. Ich mach mich nur straks auf zum Stadion. Jetzt wird richtig zack geklotzt. Wir sehen uns dann beim Score-Stadion. Game-Tag, bis dann. Sag mir recht, ich will mal noch eine Pokémon heilen. Verkaufst du? Ah, der verkauft die Pokébälle und die Items. Dankeschön. Der ist sogar eine Schwebebahn. Okay. Er bringt meinen Libero eine Attacke bei irgendwelche. Also hier kann man auch noch Attacken lernen. Die ultimative Feuerattacke. Was wir uns merken, gegen Hopp. Da ist nicht bei. Aha. Vielleicht ohne Fahrrad? Natürlich. Krass-Samen. Sonnenbuhr. Hier ist das Stadion. Geh wieder mal rein. Oh, da wartet ihr schon drauf. Oh. Endlich ist es soweit. Die Arena Challenge war hart, aber wir vier haben uns beim Zusammenfort-Turnier durchgesessen. Den Sieg werden jedoch ich nach Hause tragen. Ich werde gegen den Champ kämpfen.
Okay. Ich war der allererste Challenger, der sich angemeldet hat. Ist das nicht cool? Aber ich bin nicht nur der allererste, sondern auch der allerbeste. Hab ich recht? Hä? Du bist Challenger Game Taco, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob du alle Orden in deinem Besitz sind. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Beizi wurde ja letzten Endes disqualifiziert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wie auch immer, komm, Gentaku, lass uns in den Wartebereich gehen. Yes, große. An allen Trainer, die Arena Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Oh ja, ich fühle mich so alleine hier. Aber die Mucke ist cool. Yeah, dum 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 dum. Yo! Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel dafür ich hier bekämpfe, weißt du, für meinen Bruder zum Beispiel, aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt Spike Fort, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Wenn's ehrlich, ja. Also, nimm's mir nicht übel, wenn ich deinem Team gleich hart, aber ärztlich nach Hause sticke. Also wir sind die Ersten, die gegeneinander kämpfen. LOL. Mary! Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und den neuen Champ werden. Okay. Oh, verbrannt, perfekt. Wow. Das lasst die Stimmung anheizen. Heizen wir die Stimmung nochmal an. Eine Zähligkeit, okay. God of War. He was close. Kissing. Perfect God of War. Ooh.
und Gardevoir ist unaufhaltsam. War das Marys letztes Pokémon? Ja, Picochilla. Nein, ihr vorletztes. Okay. Und? Dein letztes Pokémon, mit was du Dynamax? Meine Fans stehen mir bei. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Oh, der grüne Gnom. Mein Bruder pfeift zwar darauf, doch nun riecht Dynamaxe. Oh. Der grüne Gnom. Ich habe meine beste Attacke aufgewählt. Na dann. Auch wenn du in Dynamax gehst, ich besiege dich trotzdem. Ach, ohne ihn. Mann, hast du so Glück. Gardevoir, beende es. Gut gemacht, Gardevoir. Merry Musik. Verloren, aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch zu so einem tollen Team macht. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum mein Team und mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren, daran lässt sich nichts ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anderen, weiß ich selbst noch nicht. Zur Zeit, das fällt mir räumen. Bis dann. Ja, in Wirklichkeit wolltest du ewig anfeuern. Hey, Game Taku. Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Mein Pokémon stehen auch total unter den Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Lauf! Lauf ab! Entschuldigung, die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst vom Endkampf zurück bist, aber das Match von Hop endete schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ich schaue meine Pokémon aus, sind sie geheilt? Was denn? Ich bin doch eh schon bereit. Hier ist es soweit. Das Finale unserer Vorturniere steht kurz bevor.
In diesem Kampf steht sich der Challenger Game Taco und Hop gegenüber. Sie beide haben eine Empfehlung von unserem Champ höchstpersönlich erhalten. Okay. Oh ja, Training, Muskeltraining, auch wenn ich keine Muskeln habe. Komm schon, Hop. Wir klären das jetzt hier wie echte Männer. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Forlornheim zurückdenken. Delion hatte uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst und jetzt schnapp ich mir den Sieg. Und wo was träumst du nachts? Da habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. Und ich bitte noch. Rocklock. Dein Wolli, ich verstehe. Unser Kampf bei der im Garten ist ein kleiner Vergleich zu meinem schon jetzt. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich wusste, dass du auf Effekttreffer aus bist. Wollschild? Verteidigung von Wolle steigt. Oh, Volltreffer! Perfekt! So macht man's richtig, Libero. Nächstes kommt Relaxo. Irgendwas mit Relaxo, nein. Ich sah schon vom Öbel hier einfach ihm. Pferdestärke. Wie findest du das? Ich habe einige. Ja, nicht schlecht. Nochmal Pferdestärke. Das habe ich nicht überlebt. Naja, ich gehe davon aus, dass du trank. Ja, perfekt. Hammer daneben. Perfekt, du tust, was ich will. Ein Mist.
Komm zurück! Wow, es hat durch die Kraft unserer Liebe überlebt. Lass es wirklich zu einem spannenden Kampf werden. Wow. Der Kampf wird immer spannender. Okay. Overdrive. Jetzt kommt Donkey Kong. Ich und mein Link. Klima. Donkey Kong! Also, Mensch, auch raus, dieses Deck Ted. Oh, du Dynamax den! Fiesen Donkey Kong. Jesus. What? Also auch eine Unlichtattacke? Wer hätte das gedacht? Wirst du nicht gegen Gallimor verlieren? Oh, Gallimor gewinnt! Vielen Dank, Gintaku. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Es war auch schön, dich zu haben, also. Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft.
aber nur der Allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Gametaku. Ich weiß, Sanya meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen, ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Gametaku, ich meine, Glückwunsch an dich und Garados. Wieso Garados? Und dein ganzes Team. Wieso Garados? Garados hat dich nicht besiegt. Yeah. Gametaku. Was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf ausgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Diesen Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings vor allem, wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz. Er gibt es! Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass du mein Gegner wirst. Gegner sein wirst, Gametaku. Genau, Gametaku, jetzt geht erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken. Komm, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du wählst wieder irgendeinen x-beliebigen Suppe. Ich will was Ordentliches zu essen. Was x-beliebige Suppe, merkt euch das. Gametaku, Changer, Gametaku, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wie jeder weiß, hat Delion, der Champ der Galar-Region, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Ich freue mich riesig drüber. Ich kann noch nicht ganz glauben. Das war nichts als Glück. Das war nichts als Glück. Verstehe. Und hast du etwas, du Hopp gerne sagen möchtest? Verstehe, du siehst ihn als auch als deinen Rivalen. Ganz und uns. Denkst du, hast du eine Chance, den Titel zu gewinnen? Schwer zu sagen. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Gametaku ist total gorgi. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delion verabredet. Also lassen
Lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass das die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. What? Ist das nett? Puh. Also Promi hat man's echt nicht leicht. Was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe meinen Mordshunger. Einige Stunden später. Wo steckt Delion bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jeden Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal im Kampf stecken sollen. Da wäre sie nützlicher gewesen. Ha, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Delian, klar? Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich denn in den Outfit jemand ernst nehmen? Wow, wow, wow. Wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Wieso das denn? Keine Ahnung, warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Mora-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower ausgerechnet jetzt? Was will er dort bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Gametaku und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass ich wegen euch noch der Star des Finalturnieres verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommelt ihr zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir den Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt. Und zwar so richtig. Jo. Jo, damit verabschieden wir uns mit dem Part und beim nächsten werden wir den Rose Tower erobern. Ist doch schön. Bis dahin, auf jeden Fall. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu teilen und zu kommentieren. Bis dahin, ciao.